Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Odin was shoppen. Eine Sache habe ich schon vorher ausgepackt, die will ich nämlich jetzt dafür gleich benutzen. Und zwar habe ich mir geholt so ein Licht. Ja, da soll die Kamera rein, also ist eigentlich für Handys. Ich habe gedacht, ich kriege meine, aber ich habe falsch gedacht. Ich brauche ja so einen Adapter von dieser komischen 14er Dingsbumschraube auf 14er Dingsbumschraube oder halt eine Platte irgendwie dazwischen. Da muss ich mal gucken, weil ich habe die jetzt nicht um meine Kamera rum. Ich habe die jetzt hier einfach auf das Stativ, was jetzt mit bei war, raufgemacht und stell die einfach so auf meinen Stuhl hier und kann die hier ausrichten. Ja, Tigger ist gerade kamerageil. Warte, wir machen mal so. Muss mal die Kamera ein bisschen rüberschieben. So. Kann die Plaste nämlich auch weg. Ihr seht also mal, also die können wir in verschiedenen Farben machen. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Gerade war auch Hermes da. Also haben wir jetzt alle da. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer als wenn mit dem anderen und das nimmt nicht so viel Platz weg wie die Softbox. Und das ist hier halt ein bisschen platztechnisch jetzt ein bisschen knapp. So, jedenfalls haben wir das. Habe ich geguckt nochmal. Ich habe es für 17,99 gekauft bei Amazon und der Normalpreis war 19,99. Da ist aber jetzt immer noch Rabattaktion irgendwie. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich halt hierfür. Also hier ist dann halt dieses. Für Handy, dass man dann mit Handy machen kann. Und hier so ein Zwischen, hier ist so ein Loch, also so ein, für Schrauben. Und da kommt er dann raufgeschraubt, dass ich da einen Adapter finde von dem gleichen Gewinde, wie da drauf ist, auf das gleiche Gewinde für meine Kamera. Vielleicht eine Platte dazwischen oder so, dass wenn mal was kaputt ist oder dass wenn es festgeschraubt ist, dass man es immer noch lose kriegt oder so. Oder mit so einem Ring dazwischen oder irgendwas. Da muss ich mal nach Adaptern gucken. Den werde ich mir auf jeden Fall dann noch holen. Und dann wäre der Ring dann praktisch um die Kamera rum. Ihr würdet den nicht sehen. Und egal, wo ich die Kamera hinrichte, der Ring würde dann das Licht projizieren. Und wir haben dann auch, das ist jetzt die hellste Stufe, die wir haben. Und wir haben dann auch noch so gelblich. Finde ich sehr angenehm. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefällt. Gelblich. Das ist so weiß. Das ist ja jetzt gar nicht so meins. Und na, das ist vielleicht ein bisschen zu hell, war. Das ist so weiß-gelblich. Ich denke mal, wir sind damit eigentlich auf der besseren Seite. Das ist so, die sitzt ganz weiß. Also praktisch. Dieses untere hier. So. Hermes ist noch gekommen. Da können wir auch gleich noch was auspacken. Ich muss mal gucken, ob ich mein Messer hier habe. Ja, da oben. Ah. Und dann machen wir gleich mit Amazon weiter. Ist auch nicht alles für mich hier. Also eigentlich schon für mich, aber ich habe auch Sachen, ich habe was gekauft, was nicht für mich ist. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Mal gucken, wo das hier aufgeht. Nein, ich habe mir kein Sandwich Maker geholt. Ist das ein Sandwich Maker? Was ist denn das? Ja, irgendwas, keine Ahnung. Ich muss nur gucken. Ach, hier geht's auf. Ist gerade nämlich Hermes gekommen. Ich habe Hermes gerade gefragt, auch wegen der PlayStation. Die kann ich mir denn da abholen? Die haben mir gesagt, ab wann. Also das wäre kein Problem, ab wann die da der LKW da ist und ab wann die dann anfangen einzuscannen, weil das muss erst eingescannt werden. Das wusste ich ja, das ist mir auch klar. Wenn alle Duty hat, kann ich mir meine PS5 dann schon um 9 Uhr direkt beim Verteiler abholen. Nachdem er eingescannt hat, dann spart er sich den Weg hier hoch. Da fahre ich gleich, oder um 10 Uhr. 9, nee, 10, 9 Uhr kommt der LKW, gegen 10 Uhr. Also ich fahre gegen 9 Uhr noch was, fahre ich schon hin und dann werde ich mich zu Hause gleich ransetzen. Ich werde das wahrscheinlich streamen. Die Hinfahrt, damit ihr Bescheid wisst. Gott, was ist denn das hier? So, jetzt aber.
Und sobald ich zu Hause bin, werde ich dann das Unboxing machen. Das werde ich nicht live machen. Wahrscheinlich, eventuell, weil es ja vernünftig. Obwohl, ich kann es mit Handy machen, dann wird es auch ausgeleuchtet. Ich habe ja jetzt ja Ringlicht. Steht noch nicht fest. Und dann den ersten Eindruck, den werde ich dann wahrscheinlich mit Kamera machen. Ohne live. Eigentlich. Ach so, da ist nicht mal ein Karton mit bei. Stand da nicht was von Karton ist mit bei? Ah, die Schnur ist auch mit bei. Gut. Alles sehr gut verpackt. Müssen nur aufpassen. Ach, hier ist er. Gut. So, und zwar habe ich bei Spock was sehr preisgünstiges gesehen. Und da musste ich zuschlagen. Und zwar, ich muss nur gucken, wie das jetzt hier richtig ist. Hier ist ein Pinöpel. Der Pinöpel muss dann wahrscheinlich in diesem Pinöpel. So. Das ist aber auch nicht richtig, oder? Nee, hier soll es rein. Oder? Nee, in den. So, ja, mach mal so. So. Ihr werdet das schon erkennen, denke ich mal. Ich richte euch mal ein Stück nach unten. So. Jetzt kommt der Rest. Hier ist noch ein Säbel. Ist auch noch Pappe. Sehr gut verpackt. Und viele wissen es ja, ich liebe Assassin's Creed Black Flag. Der Teil hat mir nach Ezio mega Spaß gemacht. Ach doch nicht. Okay, oder? Und der soll eigentlich. Ich zeige euch das mal. Aber nee, da habe ich ein Loch. Im Schiff habe ich ein Loch. Ah, okay, der ist doch nicht kompatibel. Weil ich gelesen hatte, dass die kompatibel sein sollten, dass die gleichen sind wie bei dem großen Schiff. Aber bei meinem. Der hat hier nicht so ein Pinöpel unten dran, da, sondern der hat ein Loch. Aber egal, kann man alles. Und deswegen habe ich ihn ja nicht in erster Linie geholt. Ich habe ihn in erster Linie geholt. Wartet mal, wir müssen das mal gucken, dass wir das hier irgendwie so. So, wir haben den komplett, wir haben den Fahnenmast, wir haben die Fahne, wir haben die Schnur, die da rankommt, und wir haben den Säbel. Und deswegen habe ich mir bestellt, hat mich 25 € gekostet plus Versand, also insgesamt so 31,70 € glaube ich waren es, oder 60, bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil bei meinem Schiff, also bei dem großen, ist der Säbel kaputt, dank Tigger. Aber er sieht nicht schlecht aus. Also man kann, und dann habe ich gedacht, man kann ihn als Ersatzteilspender nehmen, weil ich habe gelesen, da hat einer geschrieben, dass der Mast kompatibel mit dem Schiffsmast ist, die Fahne auch. Und meine ist ein bisschen locker schon, die Fahne. Und die Figur soll auch kompatibel sein mit der vom Schiff. Ich mache mal so, dann könnt ihr den besser sehen. Aber wie gesagt, wie ich jetzt gerade sehe, ist die Figur mit der Figur vom Schiff nicht kompatibel. Aber da kann man ja immer noch was machen, dass man nicht kompatibel hat, wenn die Figur mal kaputt gehen sollte. Vielleicht auch als Ersatzteillager verkaufen oder so. Und ich behalte nur den Säbel oder so. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Schiff wieder komplett. Ich habe wieder ein mit Säbel. Den werde ich lege den mal nur sicherheitshalber hier hin.
Das ist toll. So, dann habe ich hier was geholt. Das ist auch nicht für mich oder bedingt nur für mich. Das sind so, könnt ihr das sehen? Das sind so Schieberegler für Kameras. Die klebt man dann drauf und dann kann man die Kamera auf- oder zumachen für Laptops oder für Handys. Bei meinem Handy passt das jetzt nicht. Das ist jetzt für die Kleine, also für die Große. Die sollte ja einen Laptop jetzt kriegen und für ihr Handy. Aber momentan liegt das alles, betet erstmal auf Eis. Von daher habe ich es auf jeden Fall schon mal da. War ja eigentlich gerechnet, dass es das Ende des Jahres soweit sein soll. Aber so, haben wir schon mal da. Dass man das Handy sicher machen kann und so. Und man weiß ja nicht, was es so ist. Bei mir, wenn ich am PC oder am Laptop bin, da gibt es nicht viel zu gucken. Ich sitze nur und gucke doof rum. Also, oder gucke mir ein Video an, also, oder streame. Aber Privatsphäre, Kinder und da gehe ich auf Nummer sicher. So, dann haben wir noch was, was ich mir bei Amazon gekauft habe. Da ist es aber mit dem 5 € Rabatt gewesen. Und zwar habe ich ja diese Vierer-Steckdosen von Gosund. Und die haben auch eine Steckdosenleiste. Und die will ich unbedingt mal testen. Die hat jetzt nur 3 USB. Ach, das Licht ist zu hell. Wartet mal, wir müssen ein anderes Licht machen. So ist vielleicht. Ich denke mal, das ist überlichtet. Man sieht ja nichts. Machen wir mal so ein bisschen dunkler. So, wir haben hier dreimal USB und 3 Steckdosen und einen An- und Ausschaltknopf. Da wäre ein separates Video zu machen. Das werden wir auch testen. Und in Alexa einbinden und in der App einbinden und hast nicht gesehen. Und ich will gucken, ob man diese einzelnen Stecker wie bei der Meros-Steckdose separat an- und ausschalten kann und die USB oder alles an. Da will ich dann testen. Will ich mal gucken, was war da. Die soll eigentlich beim Fernsehen dahinter, dass ich da noch ein paar Geräte separat einzeln ein- und ausschalten kann. Habe mir aber überlegt, da werde ich mir noch einen Vierer holen für den Fernseher. Die werde ich am PC machen. Und da kommt dann nochmal ein Verteiler ran. Da kommt einmal ein Verteiler ran, wo der PC dran ist und ja, die Monitore und alles, so wie die jetzt auch ist, bloß halt, dass das Ding dazwischen kommt. Und dann die anderen beiden ist für einen einzelnen Monitor, beziehungsweise den rechten, also der rechts ist, weil der nur im Stream an sein muss, der kann sonst auch, braucht und sonst nicht im Standby sein. Und einen werde ich nehmen für so einen USB-Verteiler. Na, Verteiler nicht, USB-Stromadapter ist das. Ja, der ist halt ein normaler Kaltgerätestecker, also ein ganz normaler Stecker, steckst in eine Steckdose und hast 5 Geräte, die du daran aufladen kannst. Und die sollen praktisch daran, die sind jetzt alle an der großen Steckdose vom PC dran und so, beziehungsweise der Monitor einzeln und also ein Fernseher ist das und kriegt separat Strom, weil ich habe da so eine Zweiersteckdose, so einen Wandaufputz und das soll dann alle daran und ist eigentlich der gleiche wie jetzt, bloß dass das zwischengeschaltet wird, dass ich separat ein- und ausschalten kann. So. Dann haben wir hier noch was. Ich werde euch das mal nicht auf der Seite nicht zeigen. Ah, hier oben. Nee. Naja, egal. Kriegen wir schon irgendwie auf. Nicht wundern jetzt. So, ein Saunaeimer ist das. Den habe ich gekauft für, nicht für mich, nein, ich habe keine Sauna. Ich glaube, mit meinem Blutdruck und so dürfte ich nicht mal eine Sauna. Da ist auch so ein
Holzlöffel mit bei. Ja, für Wasser. Den packen wir erstmal wieder weg. So, den brauchen wir jetzt nicht. Und hier ist dieser Eimer. So, ich muss das nachher auch noch wieder einpacken. So. Und hier kommt dann das Wasser rein. Und so, damit das Wasser hier auch drinnen bleibt und das Holz nicht aufgeht, ist da so ein Plastebehälter drin. Also wir haben hier komplett Holz. Dann kommt dieser Plastebehälter rein. Hier kommt dann Wasser rein. Und dann kann man hiermit Wasser rausnehmen und einen Aufguss machen. Dafür habe ich es aber nicht geholt, weil ich habe es für meine Mama geholt. Meine Mama steht auf so Klimbim und so einen Scheiß. So, und Holz und so. Und die hat auch ihre Küche auf alt, rustikal oder wie das heißt, gemacht. Ich muss meine Frau fragen, die kennt sich da aus. Meine Mama wünscht sich sowas. Einmal hat sie eine Idee gehabt, dass sie da Blumen reinmachen könnte. Und weil das ganz cool aussieht, so ein Saunapott. Und dann kann man den halt noch den darauf stellen oder daneben stellen. Fand sie ganz cool. Oder was hat sie noch als, für Deko, für draußen, für den Grillen, wo wir mal sitzen. Und am Pavillon, dann kann man den auf den Tisch stellen. Man hat halt hier so eine Plastikschüssel drin, ja, dass der innen drin geschont wird. Und dann kann man da zum Beispiel das Handy reinlegen oder das Klimbim, was so immer drauf liegt, Feuchttücher und so. Und dann sieht das halt ein bisschen freundlicher aus, wenn da so ein Holzding, weil das ist auch alles aus Holz und rustikal gemacht, wenn das da drauf steht, als wenn die Handys so rumliegen. Weil steht meine Mama nicht so drauf. Mag sie nicht so wirklich. Und das wird ein Geschenk für sie. Ich weiß noch nicht, Geburtstag oder Weihnachten. Eins von beiden wird das. Für Mami. Und ich will dann noch was holen demnächst, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe. Auch für Mama. War das nur so drin? Ja, okay. Naja, dann lassen wir das so. Weil sie hat ja Ende des Jahres Geburtstag und Weihnachten ist ja auch. Ja, und deswegen packen wir das mal dahin. Puh, so, dann würde ich sagen, das war's. Wir sind fertig mit Odima shoppen. Ist diesmal nicht viel. Vielleicht werde ich die Figur doch reinstellen ins Netz. Ich weiß es noch nicht. Oder ich gebe dem halt das kaputte Schwert und kann den dann hier noch herstellen. Ich stehe auf den Kenway, der ist cool. Und die Figur sieht echt cool aus. Ja, und das müsst ihr euch vorstellen. Ich mach mal so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, so diese Schnur hier. Ich habe eigentlich gedacht, dass da ein Karton mit bei ist, aber das ist gleich hier Werteminderung, wenn Karton mit bei ist. Die Schnur kommt dann praktisch hier so gespannt, hier oben festgemacht. Ich weiß gar nicht, die wurde, glaube ich, nur so rumgewickelt. So. Dann kriegt ihr sie hier in die Hand. Dann muss man die durchziehen. Ne, die muss man durchziehen. So. Ist ja schon ewig her, dass ich das aufgebaut habe. So, dann muss man das. Wartet mal, ich mach mal fest. Ich mach das mal fest hier. So, mit einem einfachen Knoten. Den Doppelknoten oder so, einfach einen Knoten, zack, bumm. So, dass halt wir ein bisschen noch Spannung haben. Dann wird das hier so durch seine Hand gepackt und hier am Knie lang und dann runter. Ich muss mir da nochmal angucken, so wird das gemacht. So, da hält er halt fest, ja, und dann geht das hier am Knie lang und runter und hier oben kriegt er dann das Schwert in der Hand. Ja. Und ich finde die Assassin's Creed Fahne mit dem Totenkorb vom Black Flag, ich finde die so geil. Ich habe sie ja nicht umsonst auch. Wartet, da muss ich euch schwenken. Ich habe sie da in meiner PC-Ecke. Ich habe sie im Schlafzimmer. Überm Bett. So, ich zoome euch nochmal ein Stück ran.
Und so kommt jetzt dann praktisch das, denn durch die Hand durchkommt das Seil. Hier ist es, sieht man es? Oh. Und dann hier am Knie, am Fuß. Und dann wird das dann hier unten. Irgendwo befestigt. So. Wir befestigen das einfach mal hier. So. Machen da auch einen Knoten. Also einen einzelnen. Wir machen mal zwei, dass es auf Spannung bleibt. Ich muss dafür mal das hinlegen. So. Ich finde das ein. Habe ich aber. Ich muss mal gucken, ob ich noch das Forum finde, wo ich das gelesen habe. Dann kriegt ihr aber eine saftige Antwort. Sagt ihr na, wie ich zu Richter. Kann doch nicht sein. Ich kann mich drauf verlassen. Aber egal. Und dann kann man das dann praktisch halt so hinstellen. Also so. Man kann sich das dann halt so anpassen. Dann kann man so ein bisschen drehen. Und dann kann man den Kenway noch ein bisschen drehen. So, dann hat man das ein bisschen ausladend. Man kann das aber auch so machen, dass er dann halt so wie beim Schiff ist, dass man sich das hier so ein bisschen dreht. So. Ja. Und dann ist das halt so ein bisschen mehr zusammen. Beim Schiff ist er weiter vorne. Beim Schiff ist, nee, warte, beim Schiff ist die Flagge andersrum. Beim Schiff ist die Flagge so. So ist die Flagge beim Schiff. So. Und dann hält er praktisch hier den Dolch. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich lasse das so. Ich finde das ganz gut. Ich finde das, glaube ich, ganz gut so. Obwohl, nee, sieht doch schon besser aus, wenn es so ist. Kann man auch, muss man sich dann justieren. Also hier oben ist ein bisschen wackelig bei ihm. So. Und so ist es eigentlich. Der Mantel war hier so in der Beuge drinne. So. Und so ist es eigentlich. Der Mantel hier in der Beuge, die Fahne, hier hält das Schwert kommt nur so ein bisschen gegen die Fahne gegen. So sieht das eigentlich aus. Und das werde ich dann austauschen. Dann kommt der wahrscheinlich hierher. Jo. Vielleicht auch verkaufen wieder. Mal gucken. Bin ich mir noch nicht sicher. So. So. Aber ich finde die gut. Was sagt ihr? Ist das schick, oder? Finde die schick. Vielleicht doch wieder das alte Licht benutzen. Dass das vielleicht ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht. Müsst ihr mir mal sagen, was ihr besser findet. Das zentrale Licht hier. So. Das Weiß, Gelb-Weiß, reines Gelb. Oder ob ihr sagt, so ist besser. Ich finde es so eigentlich, naja, habe ich vielleicht umsonst gekauft. Na egal. Ach, schön. Und ich habe eine Ersatzfahne, Ersatzmast. Den werde ich gleich mal platzieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bei Spock habe ich ihn gekauft, wie gesagt, 25, also 25 Euro wollte er haben, plus Versand. Hat er über Hermes gemacht, also insgesamt 31 Euro, hat er überwiesen? 31,60 oder 31,70, ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher. Für den Preis kann man mitnehmen. Schade, dass kein Karton mit bei ist. Meine Frau freut sich, dass kein Karton mit bei ist. Denke ich mal. Weniger Müll. Obwohl, so ist auch okay. So. Ich lasse den so.
Ah, schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Na, mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ob ich nur das Schwert behalte oder auch die Figur. So, ich bin jetzt aber wirklich weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.